10 Jahre Lindenforum. Seit einem Jahrzehnt bietet die Tagesschule zu Lohn ein Orientierungsjahr für gestalterisch interessierte Jugendliche an. Jährlich nutzen rund 14 Jugendliche das Brückenangebot nach der obligatorischen Schule. Heute Abend wird das 10-jährige Bestehen gefeiert. Simona Krapf war heute auf Schulbesuch. Seit genau 10 Jahren wird hier das Lohn im Lindenforum schon gemalt, gewerkt und gefüttert. Heute Morgen sind die Vorbereitungen für das grosse Fest noch in vollem Gang. Für Katharina Werner, die die gestalterische Tagesschule dazu mal ins Leben gerufen hat, ist das ein besonderer Moment. Das ganze Projekt ist am Anfang nämlich noch auf wackeligen Beinen gestanden. Für mich ist es eine sehr grosse Freude, dass das gelungen ist, 10 Jahre zu machen. Wo wir die Gedanken hatten am Anfang, war das ein sehr grosses Wagnis. Wir haben einfach gesagt, wir probieren es. Und wir haben einen grossen Enthusiasmus und Engagement. Und darum hat es wahrscheinlich auch geklappt. Aber es freut mich trotzdem, es ist nicht selbstverständlich, dass das möglich war. Mittlerweile hat sich ein Lindenforum aber etabliert. Jugendliche, die noch keine Lehrstelle haben oder nicht wissen, in welche Richtung sie sich beruflich ausbilden wollen, bieten die Schule ein Orientierungsjahr an. Da werden sie auch bei ihrer Berufswahl unterstützt. Von den Schülern kommt die Schulleiterin viel Positives zurück über. Das, was ich höre, ist so, dass sie alle finden, sie sei eine grosse Erfahrung. Erstens in dieser kleinen Gruppe Schule zu haben. Zweitens lernen selbstständig zu arbeiten. Drittens, meistens finden sie den Weg, wo sie weiterhin ihren beruflichen Weg machen können. Also mit Hilfe von uns sind sie auch dran, ihre Lehrstellen zu suchen. Und es gelingt eigentlich fast allen, das zu finden, was sie gerne machen möchten. Die Bandbreite der Berufe ist hier sehr gross, vom Bierbrauer bis zur Coiffeuse. In den vergangenen 10 Jahren konnte sich das Lindenforum weiterentwickeln und Erfahrungen sammeln. Auch im technischen Bereich ist im 2007 ausgebaut worden, um den Schülern einen zeitgemäßen Unterricht zu bieten. Es ist natürlich extrem viel gelaufen, wenn man die 10 Jahre kann man ja nicht erzählen in dem Sinn. Aber es geht natürlich schon darum, dass wir eine Entwicklung gemacht haben, die zeitgemäss ist. Also wir haben zum Beispiel in der Mitte von diesen 10 Jahren, also nach 5 Jahren etwa, gefunden, wir brauchen Computer, damit die Jugendlichen sich auf dem Computer üben und probieren und ein bisschen lernen, mit dem umzugehen. Ebenfalls vor 5 Jahren hat auch Angela Pinkhoff als Computer- und Fotografielehrerin angefangen. Für sie ist das 10-jährige Jubiläum ein emotionaler Moment. Es ist noch aufregend, also ich habe jetzt die letzte Nacht noch viel nachgedacht. Also es kommen wirklich viele Erinnerungen. Ich bin erst seit 5 Jahren da, aber es ist doch so, es ist sehr viel passiert und ich glaube, ich habe selber sehr viel gelernt, weil ich einfach noch sehr jung da eingestiegen bin. Und jetzt mit den Jahren, auch durch die Schüler, habe ich recht viel wieder dazugelernt und es ist eigentlich schön und ich freue mich, ich bin ein bisschen nervös. Für die nächsten 10 Jahre ist momentan noch kein neues Projekt in Planung. Sicher ist aber, dass es noch mal mindestens 10 Jahre werden sollen. Selbstverständlich wollen wir noch mal 10 Jahre machen. Sicher bin nicht ich die nach 10 Jahren dann da Schulleiterin ist, aber ich wäre schon dafür, dass man das Projekt weiterführt. Und ich glaube auch, dass es einem Bedürfnis entspricht. Es gibt ja sonst nichts Ähnliches im Kanton Schaffhausen. Gefeiert wird dann heute Abend mit einer Eröffnungsfeier im Gemeindehaus und einer grossen Werkstattausstellung. Dort sind alle Arbeiten von diesem Jahr ausgestellt. Besucherinnen und Besucher können sich so einen Einblick in den Schulalltag vom Lindenforum verschaffen.